1938 brach man zu einer großen Expedition auf, um ein entlegenes Land hinter dem Himalaya zu erkunden. Tibet. Es war eine außergewöhnliche Leistung. All die Monate, die sie in diesem fremden Land verbrachten, um es zu erschließen. Das Team aus führenden Nazi-Wissenschaftlern stand unter der Leitung eines schillernden Abenteurers. Er war der Indiana Jones des Dritten Reichs. Entsandt von einem der gefürchtetsten Männer des Dritten Reichs, Heinrich Himmler, brach er zu einer gewagten Mission auf. Er sollte beweisen, dass die deutschen Arier von den Übermenschen eines verlorenen Reiches abstammten. Wenn Tibet, das Land des Schnees, nur seine Geheimnisse offenbaren würde. Dies ist Himmlers Suche nach den sagenhaften Bewohnern von Atlantis. ...1936 rief man einen der aufstrebenden Männer des Dritten Reiches, den 26-jährigen Zoologen Ernst Schäfer, ins SS-Hauptquartier nach Berlin. Er sollte den mächtigsten und gefürchtetsten Mann des Landes treffen. Nicht Adolf Hitler, sondern Heinrich Himmler. Als Reichsführer SS stand Himmler an der Spitze einer paramilitärischen Elitetruppe, einer schwarz uniformierten 250.000 Mann starken Armee zur Verteidigung der vermeintlichen Überlegenheit der deutschen Rasse. Als Chef der gesamten deutschen Polizei kontrollierte er auch die brutale Gestapo. Zudem war er für die Inhaftierung von Juden in immer neuen Konzentrationslagern verantwortlich. Wie eine Krake streckte die SS ihre Tentakel über ganz Deutschland aus. Und Himmler war ihr Kopf. Nun streckte Himmler seine Tentakel nach dem jungen Wissenschaftler Ernst Schäfer aus. Er sollte ein Problem für ihn lösen. Die Nazis betrachteten die Deutschen als überlegene Herrscherrasse. Mit dieser Ideologie rechtfertigten sie ihre Machtansprüche in Europa und ihren Judenhass. Himmler brauchte handfeste Beweise für diese Überlegenheit und bediente sich dabei eines alten Mythos, der versunkenen Welt von Atlantis. Atlantis galt als ein Kontinent im Atlantischen Ozean. Bewohnt von Übermenschen, die über allen anderen Rassen standen und sie beherrschten. Jenes Reich erstreckte sich auf Teile Europas, Afrikas und Südamerikas. Und für Himmler war Atlantis kein Mythos, sondern eine historische Tatsache. Himmler glaubte, dass Atlantis tatsächlich existiert hatte. Für ihn war das wissenschaftlich belegt. There had been an Atlantis. Zu beweisen, dass die Deutschen von eben diesen Atlantern abstammten, war jedoch nicht einfach. Die Insel Atlantis verschwand von einem Tag auf den anderen. Durch Erdbeben und Vulkane zerstört, versank sie im Ozean und war für immer unter den Wellen verloren. Doch Himmler glaubte an ein Fortbestehen der atlantischen Zivilisation. Für ihn war Atlantis die Wiege aller großen Zivilisationen. Von den Griechen und Römern, über die Maya und Azteken bis hin zu den alten Ägyptern. Seiner Meinung nach hatten die überlegenen Atlanter diesen minderen Völkern ihre Kultur hinterlassen. Es ging von Anfang an um Rassen. Der Mythos von Atlantis ist durch und durch rassistisch. Er handelt von einer überlegenen Rasse, die ihr Wissen über die ganze Welt verbreitet. Himmler hatte eine besondere Mission für Schäfer.
Er sollte eine SS-Expedition leiten und ihm wissenschaftliche Beweise für die Abstammung der Deutschen von der überlegenen Rasse der Atlanter bringen. Schäfer wurde nicht nur wegen seiner wissenschaftlichen Qualifikation von Himmler ausgewählt, sondern auch, weil er bereits ein berühmter Entdecker war. Im Deutschland der 1930er galt Dr. Ernst Schäfer als Held. Er hatte bereits an zwei Tibet-Expeditionen unter amerikanischer Leitung teilgenommen. Der begeisterte Wissenschaftler und Jäger liebte es, Tiere und Vögel in freier Natur zu studieren. Und nachdem er sie erlegt hatte. Schäfer war auch ein ambitionierter Selbstdarsteller, der seine Abenteuer in Büchern niederschrieb. So wurde er in Deutschland berühmt. Er verkörperte in gewisser Weise das Idealbild des Deutschen. Ich denke, so sah Himmler ihn, heroisch, tapfer, körperlich in Höchstform. Eine Art Indiana Jones, der Indiana Jones des Dritten Reichs. Schäfer war der ideale Leiter für die wissenschaftliche SS-Expedition nach Tibet. Himmler sicherte ihm seine persönliche Unterstützung zu. Er erzählte Schäfer, dass Überlebende aus Atlantis einst in Asien eine große Zivilisation gründeten. Und das entlegene Tibet sei über die Jahrhunderte am wenigsten verwässert worden. For Heinrich Himmler, Tibet had... Tibet übte auf Himmler eine besondere Faszination aus. Die Übermenschen der arischen Rasse hatten sich in den Weiten dieses Landes niedergelassen und abgeschnitten vom Rest der Welt ihre Kultur wieder aufleben lassen. In den 1930ern war Tibet eines der wenigen nahezu unerforschten Gebiete der Welt. Im Herzen Asiens gelegen und isoliert durch das Himalaya-Gebirge, erstreckte sich das Hochplateau auf rund 2,5 Millionen Quadratkilometern in einer Höhe von bis zu 4.500 Metern. War diese natürliche Festung einst Zuflucht für Überlebende aus Atlantis? Wenn ja, wäre ihre Rasse nach Himmlers Vorstellungen rein geblieben. Sie mussten entfernte Verwandte der deutschen Herrscherrasse sein. Man dachte, wenn man in Tibet einen Beweis für die Übermenschen der Vergangenheit finden würde, wäre eindeutig bestätigt, dass die Nazi-Bewegung recht hatte und die deutschen Arier direkt mit diesen Übermenschen verwandt waren. Tibet war damals im Vergleich zu anderen Regionen der Welt so wenig erforscht, dass jede Expedition dorthin für Aufsehen sorgte. Eine eigene Expedition nach Tibet zu leiten, war für Schäfer die Erfüllung eines Traums. Doch die Sache hatte einen Haken. Für die SS zu arbeiten, bedeutete es auf ihre Weise zu tun. ...1935 gründete Himmler die Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe. Eine Forschungseinrichtung der SS. Ihre Aufgabe war es, die Nazi-Ideologie zu beweisen. Eine Reihe von deutschen Wissenschaftlern wurde damit beauftragt, die Vergangenheit der deutschen Völker zu erforschen und damit ihre Überlegenheit in Europa zu bestätigen. Die Einrichtung rekrutierte korrupte Wissenschaftler, die bereit waren, in der deutschen Geschichte zu wühlen und sie zu glorifizieren. Es war praktisch ein Versuch, die Geschichte neu zu schreiben. Himmler bezeichnete es als die Wiederentdeckung der wahren deutschen Geschichte. Dabei wurden sämtliche Aspekte der Archäologie, Philologie, Semantik und jegliche anderer Wissenschaften einbezogen. Denn all das konnte dazu dienen, die Wahrheit über die große deutsche Vergangenheit wiederzufinden. Schäfers wissenschaftliches Selbstverständnis wurde auf eine harte Probe gestellt.
Himmlers Darstellung von Atlantis, die auf den Pseudowissenschaften des Ahnenerbes beruhte, war für ihn ein reines Hirngespinst. Er glaubte kein Wort davon. Doch Schäfer hoffte, von den Nazis zu profitieren und dass ihm die Expedition eine glänzende Karriere sichern würde. Ich denke, er war in vieler Hinsicht sehr ambitioniert. Aber gleichzeitig war er auch bereit, Menschen und Institutionen zu manipulieren, um zu bekommen, was er wollte. Schäfer wollte unbedingt zurück nach Tibet. Und so konnte er Himmlers Angebot nicht widerstehen. Es war ein Pakt mit dem Teufel. Um seinen Traum zu verwirklichen, stimmte er einer unmöglichen Aufgabe zu, die letztendlich einen hohen Tribut fordern sollte. Ernst Schäfer war ein Opportunist, der es verstand, Situationen zu seinem Vorteil zu manipulieren. Zumindest glaubte er das. 1933 arbeitete Schäfer an seiner Promotion, als Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde und die Nazis die Macht ergriffen. Aufgrund der Rassenpolitik der Nazis verließen viele Juden und auch viele Wissenschaftler das Land. Doch Schäfer nahm die Neuordnung bereitwillig an und trat Himmlers zunehmend mächtiger werdenden SS bei. Im Deutschen Reich war dies der Weg, um als junger Wissenschaftler voranzukommen. Es war im Grunde sehr klug von Schäfer, der SS beizutreten. Er hatte riesige Ambitionen. Ein Lehrstuhl an der Universität genügte ihm nicht. Er brauchte Unterstützung für seine Arbeit als Naturforscher. Und von der SS würde er sie bekommen. Sein Credo war, die Politik dient der Wissenschaft und die Wissenschaft der Politik. Dies erklärt, warum er so bereitwillig einer politischen Bewegung beitrat. Er wollte sich damit die nötige wissenschaftliche Freiheit verschaffen, um den Forschungen nachzugehen, die er für seine Mission hielt. Doch in der Realität ließen sich für ihn Politik und Wissenschaft von Anfang an nicht vereinbaren. Schäfers akribische Forschungsmethoden passten nicht zu Himmlers bizarren Theorien. Während er von der Unterstützung der SS profitierte, litt er gleichzeitig unter ihrer Einmischung. Das Ahnenerbe setzte ihm eine Auswahl an Expeditionsteilnehmern vor, die aus korrupten Archäologen, selbsternannten Mystikern und Pseudowissenschaftlern bestand. Das Merkwürdige an der Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe war, dass es einerseits mit hervorragenden Wissenschaftlern zusammenarbeitete, andererseits aber auch mit vielen Spinnern. Es gab einen Mann namens Willigut oder Weistor, der erwiesenermaßen verrückt war. Und dennoch sah Himmler in ihm eine Art Guru oder Weisen. Menschen wie Willigut riefen bei jemandem wie Schäfer blankes Entsetzen hervor. Er fragte sich, was mache ich hier nur, umgeben von solchen Leuten? Pseudowissenschaften waren dem ambitionierten Schäfer ein Greuel. Und obwohl er damit Himmlers Zorn riskierte, lehnte er die Teilnehmer des Ahnenerbes ab. Schäfer widersetzte sich dem offensichtlichen Druck, den Himmler auf ihn ausübte. Es gelang ihm auch, eine gewisse Distanz zum Ahnenerbe zu wahren und zumindest teilweise unabhängig zu arbeiten. Schäfers Vision war klar. Es ging ihm um eine objektive wissenschaftliche Erforschung von Tibet. Er wollte die Geographie und Tierwelt des Landes erkunden und die Lebensweise der Menschen studieren. Es war ein ganzheitlicher Ansatz, der seiner Zeit voraus war.
Der große Naturforscher Charles Darwin hatte die Galapagos-Inseln. Ernst Schäfer würde Tibet haben. Schäfer und einige andere europäische Naturforscher hielten den Himalaya für die Geburtsstätte zahlreicher Arten, wenn nicht sogar aller Arten der Welt. Den Himalaya oder Tibet zu erkunden, bedeutete also, sich zur Quelle zu begeben und zu verstehen, wie sich die Arten entwickelt und auf der Welt verbreitet hatten. Es gab die Theorie, dass Tibet eine Art Nährbecken an Arten sei und dass dort genetisch interessante Dinge vor sich gingen. Schäfer erläuterte in einem Manifest, welche Art von Teilnehmern er bevorzugte. Ein ideologisch homogenes, gesundes Team, eine Kameradschaft wie unter Soldaten, in der jedes Mitglied neben gründlichen Kenntnissen auf dem eigenen Fachgebiet über ein möglichst hohes Maß an Vielfältigkeit verfügt. Schäfer wollte echte Wissenschaftler. Doch er spielte auch ein politisches Spiel. Himmler erwartete von jedem Teilnehmer eine entscheidende Qualifikation, die Mitgliedschaft bei der SS. Es gab reichlich Akademiker, die nicht bei der SS waren. Schäfer wählte dennoch viele SS-Mitglieder aus, vermutlich weil dies einerseits Prestige brachte und andererseits sicherstellte, dass Himmler die Expedition weiterhin unterstützte. Um seiner Vision einer reinen Forschungsexpedition gerecht zu werden, würde Schäfer als Zoologe, Ornithologe, Botaniker und natürlich Teamleiter teilnehmen. Als Geologen wählte er den 24-jährigen Karl Wienert aus und als Entomologen den 38-jährigen Ernst Krause. Ein Teilnehmer interessierte sich für tibetische Insekten, Schmetterlinge und so weiter. Ein anderer führte geomagnetische Messungen im Himalaya durch. Ich denke nicht, dass man von einem Nazi-Schmetterlingssammler sprechen kann oder dass Geomagnetismus einen politischen Aspekt hat. Doch Schäfer konnte Himmlers Auftrag, Beweise für eine nordische Invasion in Tibet zu finden, nicht ignorieren. Also akzeptierte er auch einen Kandidaten des Ahnenerbes. Den 26-jährigen Anthropologen Bruno Beger. Was den Anthropologen der Expedition Bruno Beger betraf, so handelte es sich offenbar um eine rein politische Forschung, bei der es um einen Bezug zwischen den Völkern des Himalaya und Europas ging. Die ethnische Abstammung einer Person zu entschlüsseln, war Begers Spezialgebiet. Er tat dies, indem er die Menschen vermaß. Schädelform und Gesichtszüge galten in der Rassenkunde als ausschlaggebend. Sie unterschieden die sogenannte arische Rasse von den minderwertigen Rassen. Bruno Beger hatte sich mit Rassentheorien und insbesondere der Rassenmischung beschäftigt. Er hatte mit Hans F.K. Günther zusammengearbeitet, der als Rasseforscher im Dritten Reich eine Berühmtheit war. Schäfer erkannte, dass die Rassenforschung für den Erfolg seiner Expedition unverzichtbar war. Er brauchte Beger, denn der war der Einzige, der den von Himmler verlangten Beweis finden konnte. Schäfers Team war bereit. Nach einem Jahr Vorbereitung konnte er endlich nach Tibet aufbrechen. Doch das Timing hätte nicht schlechter sein können. Im Frühjahr 1938 war Europa im politischen Umbruch. Die deutsche Kriegsmaschine setzte sich in Bewegung. Die internationale Lage hielt Schäfer nicht davon ab, am 19. April 1938 von Berlin aus aufzubrechen. Doch sie konnte ihn daran hindern, nach Tibet zu gelangen. Durch den Krieg in Asien blieb Schäfer nur eine mögliche Route nach Tibet. Über Indien, was ihn in direkten Konflikt mit den Briten brachte.
Tibet war ein unabhängiges Land, das in Abwesenheit des jungen Dalai Lama von einem Regenten und einem Ministerrat regiert wurde. Die Briten sorgten dafür, dass sie als einzige Europäer die tibetische Regierung beraten durften. Die Briten zeigten kein großes Interesse daran, Schäfers Einreise nach Tibet zu erlauben. Das war nicht ungewöhnlich, denn die Briten standen ausländischen Expeditionen nach Tibet eher ablehnend gegenüber. Und auch die tibetische Regierung hatte kein großes Interesse daran, jemand anderen als die Briten in ihr Land zu lassen. Dennoch lief Schäfer über den Suezkanal nach Indien aus. Er bemühte sich, den SS-Hintergrund seiner Expedition zu verschleiern, um die Briten nicht zu verärgern. Doch der völkische Beobachter rühmte in einem glühenden Artikel die glorreiche SS-Verbindung der Expedition. Noch bevor Schäfer ankam, las man in britischen und indischen Zeitungen die Schlagzeile »Gestapo-Agent in Indien«. Sie wurden beschuldigt, deutsche Spione zu sein. Es war eine Katastrophe. Die britischen Behörden ließen die deutsche Expedition nicht einmal nach Indien einreisen. Die Expedition, auf die Schäfer so lange hingearbeitet hatte, war vorbei, bevor sie begonnen hatte. Erneut war Himmlers persönliche Unterstützung entscheidend. In einem bitteren Brief beschwerte er sich beim britischen Premierminister Neville Chamberlain. Sie wissen, dass ich bislang jedem Engländer, der deutschen Boten betrat, absolut freundlich gesinnt war. Daher verwundert es mich zu hören, dass die Engländer einen meiner Männer auf eine so grobe, unfreundliche Weise behandeln. Ich kann nicht glauben, dass die Behörden so töricht sind, in dem von mir offiziell entsandten Wissenschaftler Dr. Schäfer einen Spion zu sehen. Obwohl die deutsche Kriegsmaschine Fahrt aufnahm, versuchten die Briten immer noch Hitler zu beschwichtigen. Daher lenkten sie nach Himmlers Intervention ein. Beschwichtigung war das große Schlagwort. Es bedeutete primär, dass die Briten einen Krieg vermeiden wollten und möglichst freundschaftliche Beziehungen mit Deutschland anstrebten. Die Briten gestanden Schäfer schließlich zu, die entlegene Provinz Sikkim im Norden Indiens zu erkunden. Doch man verbot ihm, ohne offizielle Genehmigung nach Tibet einzureisen. Schäfer war kein Mann, der ein Nein einfach akzeptierte. Aber vorerst musste er nehmen, was er bekommen konnte. In Sikkim angekommen, rüstete Schäfer auf. Er mietete Gepäckträger und Pferde, kaufte Lebensmittel und Ausrüstung. Und obwohl er Tibet nicht betreten durfte, heuerte er tibetische Dolmetscher an. Unmittelbar vor der tibetischen Grenze nahm Schäfers Team die wissenschaftliche Arbeit auf und sammelte Daten für seine Forschungen. Und für Himmlers Suche nach europäischen Merkmalen, die das deutsche Volk mit den überlegenen Atlantern verbinden sollten. Für Beger erwies sich Sikkim als äußerst interessant. In Nordindien gibt es viele Menschen, die von Tibetern abstammen. Für Beger gab es also viel zu tun. Für den Anthropologen und Ethnologen Beger waren die Rassen dieses entlegenen Gebiets faszinierend. Schäfer notierte: Nahezu alle dieser Splitterstämme haben sich ihre eigene Kultur und Sprache bewahrt und unterscheiden sich durch ausgeprägte Rassenmerkmale. Rassenanthropologen ermittelten die Rassenidentität anhand der Form des Skeletts und insbesondere des Schädels. Der Schädelindex war das Verhältnis zwischen Breite und Tiefe des Kopfes.
Ein langer, schmaler Teutonenkopf deutete auf nordeuropäische Herkunft hin. Er nahm das Verhältnis zwischen Stirn und Nase, den Abstand zwischen den Augenbrauen. Es war eine Reihe von komplizierten Messungen. Und obwohl das heute eher primitiv erscheint, maß er damit in gewisser Weise das genetische Erbe aus. Wenn sie durch Vermessung des Gesichts, des Kopfes und so weiter beweisen konnten, dass die Tibeter physisch direkt mit den modernen Deutschen verwandt waren, hätten sie die Verbindung zu den vermeintlichen Übermenschen aus dem tibetischen Shangri-La hergestellt. Für Beger würde es nicht einfach werden, an den kleinen, dunkelhäutigen, schwarzhaarigen Menschen von Sikkim ein Beweis für Himmlers blonde, blauäugige Übermenschen zu finden, die einst Tibet erobert haben sollten. Himmler wollte Beweise für eine dominante Rasse. Und nach seiner Vorstellung mussten diese in der Oberschicht zu finden sein. Sein besonderes Interesse galt den tibetischen Aristokraten in Lhasa. Er wollte eine Verbindung zwischen der tibetischen Führungselite und dem nordischen Volk finden. Die Grenze ließ Schäfer keine Ruhe, zumal es keinerlei physische Barrieren gab. Es gibt weder Wachtposten noch Absperrungen oder Schranken. Nur ein Steinhaufen, umgeben von Gebetsfahnen, markiert die Grenze in diesen einsamen Höhen. Schäfer war zerrissen. Er fühlte sich moralisch verpflichtet, der Versuchung zu widerstehen. Ich habe versprochen, die tibetische Grenze nicht ohne offizielle Erlaubnis zu überschreiten. Und als Deutscher will ich mein Wort halten. Doch was bedeutet offizielle Erlaubnis? Schäfer suchte nach einem Weg, sein Versprechen an die Briten zu umgehen. Und er hatte Glück. Beger bemerkte eines Tages einen gut gekleideten Tibeter, der am Lager vorüberritt. Er notierte dies in seinem Tagebuch. Plötzlich tauchte ein Tibeter auf und ich wollte ihn sofort vermessen. Doch unser Dolmetscher flüsterte mir zu, dass dies ein hochrangiger Mann sei. Er war ein wichtiger Berater eines einflussreichen Mannes, des Fürsten Tering Raja, der die Provinz hinter der verbotenen Grenze regierte. Schäfer nutzte die Gelegenheit, sich bei der tibetischen Herrscherklasse beliebt zu machen. Dies konnte ein erster Schritt nach Lhasa sein. Das Team servierte Tee nach tibetischem Protokoll, was sich als guter Anfang erwies. Man erkannte in Schäfer einen großen, mächtigen Führer. Dann sprach Schäfer von seiner Liebe zu Tibet und dem sehnlichen Wunsch, Lhasa zu sehen, und überschüttete den Ehrengast mit Geschenken. Schäfer gab ihm auch einen auf Tibetisch verfassten Bittbrief für Tering Raja. Er hoffte, der Fürst könne sich beim Ministerrat für seine Einreise einsetzen. Die Chance war gering und für Schäfer hieß es nun warten. Während der Sommer 1938 dem Herbst wich, saß Schäfer immer noch an der indisch-tibetischen Grenze fest. Es schien, als hätten die Briten gewonnen. Nach 5 langen Monaten kam ein Brief aus Lhasa. An den deutschen Herrn Dr. Schäfer, Meister der 100 Wissenschaften. Zunächst erklärte der Rat, dass es Ausländern für immer verboten sei, Tibet zu betreten. Doch dann wurde der Brief freundlicher. Gleichwohl entnehmen wir Ihrem Brief, dass Sie das Heilige Land und seine religiösen Stätten in rein freundschaftlicher Absicht besichtigen möchten.
Und schließlich las der Dolmetscher vor, was niemand mehr für möglich hielt. Wir gewähren Ihnen für die Dauer von 14 Tagen Zutritt zur Stadt Lhasa. Die Freude war unbeschreiblich. Alle 5 deutschen Forscher waren vom tibetischen Ministerrat eingeladen, Lhasa für 2 Wochen zu besuchen. Schäfer war seinem Versprechen an die Briten entkommen. Er hatte die ersehnte offizielle Erlaubnis. Dass die deutschen Forscher nach Lhasa gelangten, war eine Sensation. Es war ein enormer Propagandaerfolg für das Dritte Reich. Man vergaß natürlich nicht zu betonen, dass die Deutschen offenbar viel besser mit außereuropäischen Völkern umgehen konnten als die Briten. Die Nachricht von der historischen Einladung bewog Himmler dazu, das ganze Team zu befördern. Schäfer wurde zum SS-Hauptsturmführer ernannt. Am 19. Januar 1939 sah Schäfer den gigantischen Potala-Palast des Dalai Lama über Lhasa thronen. Es war ein historischer Moment. Zum allerersten Mal durften Deutsche die heilige Stadt betreten. Da die tibetische Regierung Schäfer eingeladen hatte, erwartete er einen großen Empfang. Doch nur ein einziger Würdenträger begrüßte ihn. Ein britischer Repräsentant in Lhasa hatte den Rat umgestimmt. Schäfers Triumph würde jäh enden, wenn Lhasas Obrigkeit seine Expedition ignorierte. Doch nun kam der Politiker in ihm heraus. Mit ausgesuchten Geschenken bezeugte er den Ministern von Lhasa seine Ehrerbietung. Man kann definitiv sagen, dass Schäfer in Lhasa Politik betrieb. Er versuchte, freundschaftliche Beziehungen mit der tibetischen Regierung aufzubauen. Dies war bislang nur der britischen Regierung vorbehalten gewesen. Schäfers besondere Aufmerksamkeit galt dem Regenten von Tibet. Und er nutzte einen einzigartigen Vorteil gegenüber den Briten, um die Tibeter für sich zu gewinnen. Er behauptete, das Deutsche Reich und Tibet verbinde ein gemeinsames Symbol, die Swastika. Seit Jahrhunderten stand das alte Symbol in Tibet für Glück und Beständigkeit. Schäfer verschenkte Nazi-Abzeichen und erklärte seinen Gastgebern, wie sehr das Symbol in Deutschland verehrt wurde. Die begeisterten Tibeter ahnten nicht, dass das Hakenkreuz in Europa in diesem Augenblick für Gewalt und Unterdrückung stand. So gelang Schäfer erneut ein geschickter politischer Schachzug. Der Regent schrieb später einen Brief an Hitler, in dem er ihn als deutschen König anredete und sich für eine Ausweitung der freundschaftlichen Beziehungen der beiden Länder aussprach. Dank Schäfers Bemühungen gewährte der Ministerrat den deutschen Forschern erstmals die Freiheit, Lhasas Altstadt und Klöster zu filmen. Schäfers Team dokumentierte die exotischen Straßen und Märkte mit ihrer Vielfalt an Speisen, Stoffen und Schmuck. Doch Schäfers persönliches Forschungsziel war gefährdet. Der Brief aus Lhasa hatte eine Bedingung auferlegt, die genau das verhinderte, weshalb er nach Tibet gekommen war. Die Jagd. Es war ein harter Schlag. Nachdem Schäfer um die halbe Welt gereist war, wurde ihm nun verboten, Wildtiere für seine eigene Forschung zu sammeln. Er schaffte es trotzdem zu jagen. Meist mit leisen Methoden, wie einer Schleuder und nur gelegentlichen Schüssen, wenn niemand hinsah.
Auch Begas Arbeit erlitt einen schweren Rückschlag. Als das Team die prachtvollen Tänze und Paraden des Neujahrsfestes filmte, fühlten sich die Mönche bedrängt und bewarfen die Filmenden mit Steinen. Nach diesem Vorfall stufte man Begas Vermessungen im Team als provokativ und töricht ein. Bega musste zusehen, wie ihm eine fantastische Vielfalt an Menschen durch die Finger ging. Kahlgeschorene Mönche in roten Roben, stämmige Jackhirten in schweren Schafspelzen, Beamte in schimmernden Schubas und, wie er schrieb, schöne große Menschen mit ebenmäßigen Gesichtszügen. Er konnte keine Daten sammeln, um Himmlers Mission zu erfüllen. Während die Forschung ins Stocken geriet, blieben die Deutschen dennoch gute Freunde des Regenten. Er verlängerte ihren Aufenthalt von 2 Wochen auf 2 Monate. Schäfer hatte die Briten ins Abseits gestellt, was diese sehr verärgerte. Die Briten fürchteten, Schäfer könne in Tibet antibritische Stimmungen schüren. Das Problem verschärfte sich, als 1939 die Beschwichtigungspolitik in Europa zunehmend versagte. Im September 1938 hatten die Briten im Zuge der Beschwichtigung dem Münchner Abkommen zugestimmt. Es erlaubte dem Deutschen Reich die Besetzung des überwiegend deutschsprachigen Sudetenlands, das zur Tschechoslowakei gehörte. Doch 2 Monate später folgten die Novemberpogrome. Gewaltsame Ausschreitungen, bei denen 91 Juden starben und 30.000 in Konzentrationslager verschleppt wurden. Die Nazis zeigten ihr wahres Gesicht. Die Zeit der Beschwichtigung war vorüber. Die deutschen Forscher blieben unterdessen in Tibet. Das Team durfte sogar die heiligsten Orte Tibets außerhalb von Lhasa erkunden, was selbst den Briten untersagt war. Doch während sie das heilige Yarlung-Tal östlich von Lhasa erforschten, ereilten sie Nachrichten, die sie zur Rückkehr nach Deutschland drängten. Ein europäischer Krieg schien immer wahrscheinlicher, wenn nicht unvermeidlich. Wenn sie zu lange warteten, riskierten sie, von den Briten als feindliche Ausländer interniert zu werden. Den Forschern lief die Zeit davon. Im März 1939 expandierte das Deutsche Reich erneut nach Osten und besetzte Böhmen und Mähren. Doch die Briten hatten einen Beistandspakt mit Polen und konnten ein Vorrücken der Deutschen nach Polen nicht mehr ignorieren. Europa stand am Rande des Krieges. Selbst der unerschrockene Schäfer sorgte sich zunehmend um die britischen Absichten und fürchtete, in Indien festgenommen zu werden. Bega berichtete, dass Schäfer im Sommer 1939 einen Brief von seinem Vater bekam, der ihn so tief bewegte, dass er für eine Stunde verschwand. Sein Vater schrieb ihm, dass ein Krieg bevorstand. Er riet ihm, das Beste aus seiner bisherigen Arbeit zu machen und zurückzukehren. Wenn Schäfer seine gesammelten Proben, Muster und Daten heil nach Deutschland bringen wollte, um sich damit einen Namen zu machen, dann musste er aufbrechen, bevor der Krieg ausbrach. Trotz der steigenden politischen Spannung und Schäfers Befürchtungen gewährten die Briten dem Team freies Geleit durch Indien. Die 5 SS-Offiziere durften sogar mit British Indian Airways aus Kalkutta abreisen. Doch was würde Himmler dazu sagen, dass Schäfer ihm keine Beweise für seine Suche nach den Atlantern lieferte? Und was würde er tun? Wenn die Forscher in München landeten, würde Himmler sie persönlich empfangen. Der Tag der Abrechnung stand bevor.
Doch Himmler empfing Schäfer und sein Team als Helden. Hier waren fünf tapfere junge Männer, große Wissenschaftler und deutsche Idole. Sie waren als Abenteurer in die Welt gezogen, um zu beweisen, dass Deutschland die höchsten Tugenden und Werte einer modernen Zivilisation mit arischer Vergangenheit verkörperte. Dass sie keinen physischen Nachweis für diese Verbindung fanden, spielt in gewisser Weise keine Rolle. Die Expedition selbst war Rechtfertigung genug. Himmler war von Schäfers Erfolgen sehr angetan. Er hatte die Briten in Tibet geschlagen und die deutsche Vorherrschaft in der Region bekräftigt. Der Propagandawert der Expedition war eindeutig höher als ihr wissenschaftlicher Wert. Himmler war sichtlich zufrieden mit dem Ergebnis und begrüßte das Team am Flughafen mit freundlichem Handschlag. Schäfer war noch keine 30, als er als Volksheld nach Deutschland zurückkehrte. Doch was hatte seine spektakuläre Expedition wirklich erreicht? Schäfers eigene Vision als Forscher löste sich in Rauch auf. Die riesigen Datenmengen, die sein erlesenes Team gesammelt hatte, blieben unausgewertet und fielen den Wirren des Krieges zum Opfer. Und was war mit dem Beweis für die Übermenschen aus Atlantis? Himmler hatte offenbar die Falschen gefragt und mit Sicherheit die falsche Frage gestellt. Selbst der Rassenkundler Bruno Beger kam mit der Idee eines nordischen Atlantis schwer zurecht. Beger wollte herausfinden, welche Rassenmischung in Tibet anzutreffen war. Ich denke nicht, dass er an einen Einfluss der nordischen Rasse auf die gesamte asiatische Geschichte glaubte. Bruno Beger erzählte später, dass sie oft in Nordindien oder Tibet am Lagerfeuer gesessen und sich über Himmlers absurde Theorien lustig gemacht hatten. Doch diese Männer unterstützten als SS-Forscher die Nazi-Ideologie und arbeiteten für einen Mann, der unvorstellbare Verbrechen beging. Heinrich Himmler. Man darf nicht vergessen, dass Heinrich Himmler ein äußerst effizienter Bürokrat war. Er schuf einen Staat im Staat, der den schlimmsten Genozid der Geschichte vollzog. Wir sollten ihn also nicht als Exzentriker oder Spinner abtun. Um dem Prozess für seine Verbrechen und dem Tod durch Erhängen zu entgehen, beging Himmler nach dem Krieg Selbstmord. Beger kam im Februar 1943 nach Auschwitz, um Gesichtsmasken von Häftlingen anzufertigen. Kurz darauf wurden die 109 betroffenen Juden vergast. Für ein infames Nazi-Projekt. Die jüdische Schädelsammlung. ...1971 wurde Beger wegen Beihilfe zum Mord angeklagt und zu 3 Jahren auf Bewährung verurteilt. Schäfers glänzende Karriere war nach dem Krieg zu Ende. Er fand Arbeit bei der Schaffung eines Naturparks in Venezuela, wo viele Nazis nach dem Krieg Zuflucht suchten. Schäfers Leben stand unter dem Fluch seiner SS-Mitgliedschaft und seiner engen Verbindung zu Heinrich Himmler.